Ja, willkommen zurück, liebe Freunde. Nach dieser kleinen Pause, nein, Spaß, ich habe eine Riesenpause gemacht. Und das war auch notwendig, mehr dazu am Ende von diesem kleinen Clip. Ich habe gedacht, Into the Breach, also ab in die Bresche, das zeige ich mal wieder, das zeichne ich mal wieder auf. Ich hoffe, ich bin nicht ganz vergessen. Ist ein kleines Spiel, was megamäßig getestet worden ist. Das sagt nicht nur die GameStar, sondern ganz, ganz viele Magazine. Ich bin darauf aufmerksam geworden und ist von den Machern von Faster Than Light. Das war ja auch wieder so ein Spiel, wo man nicht ablassen konnte. Hat nur 150 Megabyte, aber soll ein Kracher sein. Und die 150 Megabyte kosten 15 Euro, also 10 Cent pro Megabyte quasi. Ob sich lohnt, das würde ich ganz gerne mal mit euch ausprobieren. Also, ich habe schon ein bisschen gespielt. Hab schon mal geguckt, weil ich wollte eigentlich direkt aufzeichnen, aber ich bin dann überhaupt nicht klargekommen. Und deshalb habe ich schon mal eine halbe Stunde oder ein paar Minuten investiert. Und das mache ich jetzt nochmal zusammen mit euch die nächste halbe Stunde. Und dann gucken wir mal. Also das ist das Startmenü, hier kann man sich noch aussuchen, ob man hart spielt oder normal. Wir bleiben natürlich auf normal. Dann nennen wir unseren Typen mal um. Und wer hätte es gedacht, ich nenne ihn Kolo. Ja, das wird unser Kolo sein. Ich könnte jetzt auch einen anderen nehmen. Einen hatte ich schon freigeschaltet bei einem Spiel, was ich gemacht habe. Und hier habe ich, glaube ich, noch nichts freigeschaltet. Ne? Hier könnte man sich noch die Farben aussuchen. Das habe ich noch nicht gemacht. Das kann man hier noch machen. Click to rename, Combat Mech. Die drei habe ich. Das sind meine Herausforderungen. Alle vier Inseln befreien. Und hier in der... Was könnte ich denn hier noch machen? Hier habe ich auch noch gar nichts. Das gucken wir uns später an. Wir starten erstmal das Game. Ist zu laut? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich habe die Soundeinstellung richtig gemacht. Ja. So. Anscheinend sind wir ein Squad aus der Zukunft und das ist auch die Besonderheit. Und er bittet uns hier um Hilfe gegen die Aliens. Ja? Ich lese jetzt nicht alles vor, übersetze auch nicht alles simultan. Und das ist einer von mehreren Inseln, kann ich nochmal zurück. Ne, habt aber gerade gesehen, ne? Die Inseln. Und hier muss ich mich jetzt so langsam, das ist das Headquarter, wo ich starte. Und hier muss ich mich langsam durcharbeiten. Die Aliens heißen VEK, also V-E-K. Und hier gibt es eine Besonderheit. Ich habe so viel Power, wenn die Power runtergeht auf 0, ist das Spiel zu Ende. Also komplett Ende. Ja. Hier ist Reactor Cores, also Reaktorenkerne. Da kann ich meine Armeen mit aufrüsten. Und hier kann ich Corporate Reputation, also Sterne sammeln. Dann kann ich am Ende, wenn ich die Insel geschafft habe, die kann ich eintauschen in Updates. Und ich würde sagen, bevor ich lange rumquatsche, fange ich mal an. Hier könnte ich einen Stern schon mal kriegen, wenn ich schaffe, den Artillerie-Support zu beschützen. Und hier kriege ich zwei, wenn ich Grid Damage, weniger als dreimal Grid Damage bekomme. Und Destroy the Dam, also den Damm zerstören werde. Habe ich auch noch nie gemacht. Guck mal hier, Artillerie-Support klingt spannend und ich starte mal die Mission. So, das sind die Aliens. Das habe ich wohl schon rausgefunden. Den muss ich hier beschützen, das ist der Artillerie-Support. Der schießt auch für mich, soweit ich weiß. Und jetzt kann ich drei Armeen hinstellen. Das ist mein Mech, das ist ein Nahkämpfer. Das ist ein Panzer, der schießt in einer direkten Linie. Und das ist ein Artillerie-Support, auch den ich habe. Den stelle ich jetzt mal hinter, weil hier habe ich ja schon Artillerie. Und dann soll ich mal starten. Jetzt startet die Mission und die machen Zug hier. Genau. Also es ist rundenbasiert. Da kommen jetzt immer wieder neue Aliens. In den nächsten vier Runden. Wenn wir vier Runden schaffen, haben wir es geschafft. Wichtig ist, dass keine Häuser kaputt gehen. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig hier an der Stelle. Und dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Ja, das ist auch alles jetzt mal gerade eine spannende Frage.
auf Erden. Ich habe eine Idee. Ich mach mal mit ihm, gehe ich mal einen nach hinten. Und dann würde ich mit ihm. Hier unten sieht man immer ganz schön. Ah, der kann komplett eine Linie. Ah ja, sehr gut. Dann. Zack. Oder zwei gekriegt schon mal. Jetzt haben die einen Perk weniger gekriegt. Also mit Perk meine ich. Irgendwas brachte der den. Mehr Gesundheit und mehr Schutz. Mit dem kann ich halt hier drauf hauen. Mit dem Mac. Der hat so eine Faust. Vielleicht seht ihr das da unten. Und dann fliegt der nach hinten. Und das würde bedeuten, dass beide Schaden kriegen. Also den ersten haue ich komplett weg. Und der zweite hinten kriegt dann nur einen Schaden. Das zeige ich euch jetzt auch mal. Ne? Zack. Weil der hat jetzt zwei durch den Mac gekriegt. Und da er hinten nochmal um Ziel draufgefallen ist, haben die beide eingekriegt. Also ist er down. Sobald ich mit irgendeinem Zug nicht einverstanden bin, kann ich Reset-Turn machen. Reset-Turn, ich komme aus der Zukunft, das bedeutet, ich kann die Zeit zurückstellen. Das kann ich einmal machen pro Karte. Und mit ihm, ja, was mache ich mit ihm denn jetzt? Hier hin positionieren und hier drauf auf... Oh, Mist. Ja, ich dachte, der macht zwei Schaden. War jetzt, okay. Dann gehe ich jetzt mal hier hin. Und dann schieße ich jetzt mit ihm auf ihn drauf. Weil er macht auch nur einen Schaden. Dann wird mein Mac nach hinten gerutscht, aber der nimmt dadurch keinen Schaden. Also da in dem Feld bei der Artillerie, wo der Schuss auftrifft, bekommt derjenige einen Schaden. Und alle vier Felder, also das, wenn da einer stehen würde, würde nach hinten rumkehren. So, das war die Runde. Die kann ich jetzt beenden. Und hier kommen dann gleich zwei neue raus. Welche das sind, weiß ich noch nicht. Ja, das ist auch so ein Artillerie-Bug. Nennen wir ihn mal so. Zwei neue kommen hier raus. Drei und einer hier. Ne? Er würde mich jetzt angreifen. Und der Artillerie-Bug greift die Artillerie an. Ich will mal gucken, was... sieht doch schon mal sehr gut aus, oder? Guck mal, ich hau den jetzt einfach mit der Artillerie, dann ist der schon mal down und der hat so wenig dann. Und der Mac hier, das geht jetzt ziemlich einfach, Level 1, ist er schon platt und, ja. Was soll ich dazu sagen, ne? Können wir ruhig da stehen bleiben. Ich mach schon mal, Endmove. Das sind so Fliegedinger, die sind halt unheimlich schnell, können dafür nur einen angreifen. Die schießen auch eine gerade Linie und er will schon probieren, hier auf den Schutz zu gehen, was ich überhaupt nicht cool finde. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das verhindern können. Ich überlege. Der würde dann wahrscheinlich hier in den Wald gehen. Wald ist auch nochmal eine Besonderheit. Wenn da einer stirbt oder mit der Artillerie drauf geschossen wird, dann fängt der Wald an zu brennen. Jeder, der da drauf steht, kriegt dort dann... Machen wir das. Ja. Seht ihr? Jetzt brennt der Wald hier. Und jeder, der da drauf stehen bleiben würde, bekommt dann pro Runde einen Schaden. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den aus der Schussbahn ziehen. Er ballert, glaube ich, einfach mal den jetzt weg. Oh, dann kann ich euch auch was zeigen. Er ballert den jetzt mal dahin. So. Der ist jetzt einen zurückgegangen, hat aber noch seinen Angriff. Sein Angriff wäre ein nach vorne. Den führt er auf jeden Fall aus. Steht jetzt aber am Feld, wo gerade, ihr seht das an der roten Hand, wo ein neuer rauskommen würde. Das bedeutet, er kriegt einen Schaden. Das bedeutet, er ist gleich auch down. Ja, wie machen wir es mit ihm hier? Ich setze ihn einfach mal hier hin. Dann ist er mehr im Geschehen. Und ihn setze ich weg, aus dem einfachen Grund, weil dann geht der Schuss ins Leere. So, jetzt wird keiner getroffen, weil er schießt einen nach vorne und er schießt hier einfach ins Leere rein. Er fragt mich, will ich das machen? Ja. Enemy ist dran. Habt ihr gesehen? Er macht hier so einen Stachelangriff. Er schießt hier irgendwie so ein Wassersäure-Ding. Jetzt kommen die Neuen. Und hier konnte er nicht kommen, weil... Ja. Weil will er nicht. Ne? Das ist ein... Kann er... Schade. Er kann sich nur immer zwei bewegen. Er bewegt sich trotzdem, weil ihn müssen wir schützen.
Wie machen wir es jetzt, dass beide weggehen oder kaputt gehen? Der hat 3. Pass mal auf. Mit dem wämmt sich ihn hier weg. Also quasi mit ihm wämmt sich ihn weg. Ach Mist. Oh, ich habe eine Idee. Pass auf, mit ihm wämmt sich ihn weg, dann geht er ein Feld nach vorne. Er würde dann nur noch hier entschießen, aber ich bekomme ihn ja hier noch mit. Deshalb kann ich ihn hier kaputt ballern. Jetzt fehlt er mir noch. Er schießt in die Linie. Deshalb drücke ich ihn mal in den Wald rein. Dann geht der Angriff nämlich auch ins Leere rein. Und mit ihm... ach, ich kann eigentlich auch kaputt machen. Zack. Er freut sich. End turn. Das war die letzte Runde. Und die Map haben wir gerade geschafft. Yeah. So, das haben wir geschafft. Jetzt haben wir auch, weil wir den... die Artillerie ja, gerettet haben, haben wir oben einen Stern gekriegt. Wie gesagt, den können wir dann später einlösen. Hier gar nicht so verkehrt. Hier kriegen wir nämlich nicht nur einen Stern, sondern wir kriegen auch noch ein Energie dazu. Und das wird echt zum Problem werden. Ich habe gerade halt eine Runde gespielt und ich zeige euch dann auch mal, wie die weggehen wird. Das heißt, ich zeige euch das. Was haben wir hier nochmal? Ich darf den Volatile weg. Darf ich nicht zerstören. Okay, das ist er. Ich nehme mal Volatile weg. Und mal gucken. Jetzt muss ich meine Max hier setzen. Komm, das machen wir jetzt mal relativ schnell. Da sind sie. Die Max sind dran. Ja, das ist schon mal ganz schlecht, was ihr hier macht. Player Turn. Wie machen wir das? Den darf ich nicht töten. Ja. Bam. Wie machen wir das? Er muss da weg, unbedingt. Sonst, wenn der die Kohle, dann kriegen wir hier massiv weniger und er muss auf jeden Fall da weg. Das würde ich mit ihm hier schaffen. Ich will ihn aber nicht töten, dann... Er muss da weg. Wie schaffe ich das? Kacke. Er muss auch weg. Jetzt muss man hier schon mal sehen. Also, letzten Endes. Ich guck mal. Ja, nur einen. Das ist ja schon mal sehr doof. Der macht nur einen. Ich habe eine Idee. Mit dem gehe ich da unten hin. Ich darf halt ihn nicht töten. Mal gucken, was das wird. Jetzt kriege ich da halt einen. Fertig. Und zur Not töte ich ihn halt. Dann verzichte ich auf den Stern. Jetzt greift er nämlich den Berg an. Das ist für uns schon mal komplett unkritisch. Mit ihm... Ach, ich habe einen Fehler gemacht. Warte mal, kann ich den Zug... Nein, kann ich nicht. Ach doch, wartet, ich hab's wieder. Mit ihm wollte ich da runter. Und dann fällt er nämlich ins Wasser. Dann ist er nämlich down. Zack. Weil Wasser mögen Aliens nämlich überhaupt nicht. Da kommen gleich neue raus. Das ist auch nicht gut. Und mit ihm könnte ich dann hier einfach mal drauf ballern. Er macht nur einen weg, aber er brennt. Könnte sein, dass er gleich dadurch auch kaputt geht dann. Also wir haben keinen, der die Städte angreift und das ist das Wichtigste. Weil unsere Max werden nach jeder Runde geheilt. Aber die Städte, da verlieren wir oben die Power und wir haben 5 Striche. Wenn es oben auf 0 ist, ist 0. Ne? Dann ist das Spiel auch zu Ende. Zack. So, er greift den Berg hier an. Da kommt ein neuer. Das ist so ein Artillerie-Bug. Und ja, machen wir es.
Er schießt in einer geraden Linie auf mich drauf. Den könnte ich jetzt... Ah, ich habe eine Idee. Ich kann auch davor schießen. Weil wenn ich davor schieße, dann rutscht der Bug. Habe ich ja... Seht ihr hier an den Pfeilen? Dann rutscht der Bug ins Wasser. Also das könnte ich mir leisten. Das mache ich dann auch mal. Dann, wie gehen wir hier mit den Karotten um? Den könnte ich kaputt hauen. Und den nach unten drücken. Das machen wir. Also. Mit ihm haue ich den Bug jetzt ins Wasser rein. Zack. Dann würde ich hierher gehen und mit ihm den schon mal kaputt hauen. So, jetzt greift er natürlich das Feld an und das will ich auch verhindern. Vielleicht können wir ihn noch irgendwie am Leben lassen. Ich stelle ihn jetzt hier in den Wald rein und haue ihm da einen rein. Dann geht nämlich die Angriffsfläche nicht auf ihn, sondern hier auf das leere Feld. Und insofern machen wir mal den nächsten Zug. Habt ihr gesehen? Da war sein Angriff. Jetzt kommen ein paar neue hier. Ah, und hier haben wir so ein... Ja, das... Ja. Das ist der Brain Bug hier. Der bringt halt den passiven Bonus mit sich. Ah, der heilt sich auch anscheinend immer noch einmal, aber... Bringt alles nichts. Ich glaube, ich habe eine gute Idee. Den. Pass auf, ich probiere mal was. Ich hätte ihn am liebsten und hätte den Brain Bug weggebämst. Ne, ich habe noch eine bessere Idee. Den packe ich jetzt hier oben hin. Dann packe ich ihn hier hin. Und ihn packe ich erstmal... Nee, das geht ja gar nicht. Warum ist das rot? So, das könnte klappen. Mit ihm wämse ich jetzt ihn weg. So, sein Angriffsfeld ist hier. Da oben stehe ich. Das bedeutet, ich werde hier reinballern. Dann rutschen die beiden nämlich weg. Zack! Und dann greifen die sich nämlich gegenseitig an. Er steht hier unten. Er freut sich seines Lebens. Und macht gar nichts. Und mit ihm werde ich dann den Brain Bug schon mal ein bisschen malträtieren. Mist. Was ist denn auf dem brennenden Feld, oder? Egal, aber ich meine, die würden sich jetzt gegenseitig hier, zumindest einer wird den anderen auslöschen. Na gut, er muss halt am Leben bleiben. Wir gucken mal. Zack. Hat ihn selber ausgelöscht. Er schießt da unten hin. Da kommen jetzt ein paar neue. Mann, das, was du da machst, ist überhaupt nicht cool. Nicht cool. Auch nicht cool. Jetzt müssen wir echt mal gucken, wie wir das hier regeln. Ja, er greift nicht an. Wir haben auch nur noch einen Zug. Das ist unser letzter Zug. Und jetzt müssen wir gucken, dass hier... Das ist eigentlich das Wichtigste. Wir haben drei... Warte mal. Mit ihm kann ich hier reinschießen. Dann geht er schon mal nach vorne und überlebt. Er würde das überleben. Das mache ich jetzt auch mal. Ich hau mal hier drauf. So. Er ist jetzt hier am Berg. Ihn müssen wir noch platt kriegen. Mist, Mist, Mist. Wir verlieren ein... wir verlieren auf jeden Fall ein Energieding. Oder? Ich kann es auch nicht ändern gerade. Der muss weg hier. Hier, das ist schon mal frei. Und ich... Der kann mich nicht mehr bewegen. Und hier komme ich nicht dahin, um ihn wegzustoßen. Tja. Das geht leider nicht. Das war knapp.
Jetzt hätte er nur noch einen gehabt. Schade. Vielleicht, die können manchmal resisten, also manchmal können die, hat er nicht. Hat er gesehen? Naja, gut, ich habe einen jetzt dazu gekriegt, eine Power, insofern war es wieder gleich, ausgeglichen. Guck mal hier, was gibt's hier? Defensive Train, hört sich auch spannend an. Air Support haben wir hier. Protect the Power Generator, das probieren wir. Tidal Waves, Tidal Waves ist, glaube ich, Ebbe und Flut. Das machen wir mal. So, ich stelle mich mal schon mal gerade direkt hier hin. Dann den Panzer würde ich auch hier hinstellen und ja, meine Artillerie hier hin. Und das wird immer kleiner, die Felder. Also meine Panzer können da drinnen stehen wohl, aber auch nur nicht schießen. Ne? Die können nur da drinnen stehen bleiben. Oh ja, das war auch eine Besonderheit. Hier ist ein Pot angekommen. Nun. So, ich habe eine Idee. Und zwar mache ich Folgendes. Ich werde mit der Artillerie hier reinschießen. Ach nee, das ist auch kacke. Mist, jetzt habe ich schon gezogen, ne? Kann ich nochmal zurückgehen? Das ist auch kacke. Doch, das geht. Passt auf. Ich schieße hier mit der Artillerie rein. So, dann geht er nämlich da rein. Wird später von der Welle gefressen. Er geht hier unten rein und kriegt einen Doppelschlag von mir. Passt mal auf. Zeig euch mal, wie das geht. Bam. Zack. Er ist schon mal im Feld. Er ist da drinne. Meiner kann nämlich jetzt hierher gehen. Und ihm so einen verpassen, dass er nicht nur einen kriegt, sondern gegen den Berg knallt. Also kriegt er nicht nur zwei, sondern drei. Und ist dann down. Und den muss ich jetzt auch irgendwie auf die Welle kriegen. Damit er mein Kohledings nicht angreift. Und das machen wir, indem er einen kriegt. Ja. So, und jetzt kommt die Welle. Zack! Und dann sind sie beide weg. Ach, Mist, 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 Mist. Ich habe den Pott jetzt nicht gekriegt. Ach doch, klar kriege ich den Pott. Warte mal. Klar kriege ich den Pott. Den hole ich mir jetzt einfach. Der kann ja im Wasser stehen bleiben. Siehst du? Der kann ja auch ins Wasser gehen. Kann dann bloß nicht schießen. So. Stelle ich mich jetzt mal hier hin. Gehst du wohl dahin? Jetzt habe ich so einen Pott gekriegt und der gibt dann. Na, was gibt der denn? Der gibt so positive Sachen. Gibt der. Irgendwie Add-ons, zeige ich euch später nochmal. Den ziehe ich einfach zurück, weil er wird eh platt werden hier. Und mit dem haue ich jetzt mal hier drauf. Zack. Der hat so einen in die Klappe gekriegt, dass direkt der ganze Berg weggeknallt ist. Und jetzt kann ich Endturn machen. Obwohl die zwei noch Action hätten. Also Action Available. Obwohl, warte mal, warte mal, warte mal. Der wird zerstört, der wird gar nicht zerstört. Aus dem einfachen Grund, weil der kann ja fliegen. Und wird, macht, Wasser macht ihm nichts aus. So, dann hat er jetzt schon mal einen weniger gekriegt, weil der macht auch nur einen Schaden, obwohl es Artillerie ist. Und der wird untergehen, soweit ich das weiß. Ich kann ihm ja einfach nochmal einen verpassen, oder? Zack. Genau. Ich stehe jetzt hier ganz, ganz entspannt im Wasser drin, ne? Hier haben wir wieder so einen Brain Bug und er wird gleich auch untergehen. Der hat sich da doof positioniert. Und der Brain Bug muss einfach weg. Und den kloppen wir jetzt auch einfach mal weg. Zack. Ja.
So, jetzt haben die nämlich ein Leben weniger. Das würde nämlich bedeuten, er stellt sich hier hin, schießt ihn aus Wasser raus. Er stellt sich dahin und verpasst ihm einen. So. Ich glaube, wir sind auch gleich schon. Ich glaube, wir sind auch gleich schon durch. Nee, oder? Egal. Hauptsache die Waffen werden nicht. Ja, das meine ich nicht, ne? Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Haben wir das auch geschafft? Protect the Time Pod haben wir geschafft. So, und jetzt können wir nämlich die Tür öffnen. Das ist eine Kapsel aus der Zukunft. Und dann stellen wir fest, dass wir bekommen haben einen Reaktor-Core. Den können wir dann verwenden. Habe ich verstanden. Und er hat Grid Defense. Ja, dass wir widerstehen können. Und dann machen wir weiter, oder? Machen wir mal die Map. Hier haben wir Air Support. Dann machen wir die Map mal. Hier ist mit Air Support drin. Also hier haben wir Felder, wo ein Bomber kommt und uns dann hilft, alles wegzuschroten. Hier haben wir wieder einen Brain Bug. Den jage ich am Anfang. Sonst haben die immer einen Balken mehr. Ah, stelle ich den mal hier hin und den, ja, der kann nur ruhig hinten, weil der hat eine hohe Reichweite. Und so kann er die ganze Linie dann abfräsen. So, und da. Ja. Ja, das ist schon mal mega kacke. Ich kann euch auch gleich sagen, warum. Hier auf den Feldern, wird geschossen. Tja. Ach, warte mal. Doch, mit ihm. Mit ihm komme ich. Würde ich tatsächlich hier hinkommen. Der macht eine Linie. Und eine bessere Idee. Ich hab eine bessere Idee. Mit ihm ziehe ich nämlich hier unten rein. Werde das Feld beschießen hier, damit er einen hochrutscht. So. Jetzt haben wir die Linie hier. Soll er direkt einen kriegen oder ja später? Er kriegt jetzt direkt einen von mir. Ja. Dann haben die nämlich auch weniger. Und ihn. Er dürfte eigentlich von der Theorie her. Doch, er kann schießen. Dann stelle ich ihn mal lieber weg. Ich stelle ihn mal lieber hier hin und höre jetzt auf. Weil die schießen jetzt eine Linie. Er ist sowieso tot und er wird da hinten eine Linie schießen. Jetzt kommt der Bomber. Er schießt dann die Linie durch und jetzt kommen zwei neue. Zwei Artillerie. Hier ist im Moment der Bomber für den Air Support. Den müssen wir hier wegbringen. Wir müssen alle wegbringen. Müssen alle wegbringen. Und zwar fangen wir mit ihm hier an. Die haben sich ganz leicht positioniert eigentlich. Das sehe ich jetzt schon, dass das eigentlich gut laufen wird. Ihn stelle ich hier hin. Schieße hier hinter, damit er ins Wasser fällt. Zack. Und ihn muss ich hier wegbringen. Wie mache ich das am besten? So. Dann schießt er nämlich da rein. Und dann passt es wieder. Drei Turns haben wir noch. Das muss bewahrt werden. Und er macht seinen Säureangriff hier. Noch ein Artillerie-Fliegemann. Und gucken wir mal, was kommt. Oh, die haben es alle drei drauf abgesehen. Alle drei. Der erste Port bringt mir gerade gar nichts. Ich verliere das Gebäude. Scheiße. Keine Chance. Keine Chance.
Überlege gerade, wie ich es am besten mache. Ich glaube, ihn setze ich mal hier hin. Werde ihn nach vorne schubsen, damit er nicht drankommt. Dahin. Wer greift mich hier eigentlich an? Weiß ich nicht. Pass auf, er ist gleich auch weg. Aber er, das dumme Vieh greift halt. Ach, er, warte mal. Er greift mich an. Den muss ich ja dann gar nicht unbedingt weghauen. Was ist, kann ich denn? Units cannot attack in water. Ah, ich kann hier nicht angreifen. Das hat er echt. Ja, was soll ich machen, ne? Ich kann ihn nicht angreifen. Ich kann, komm hier nicht dran. Scheiße. Na gut, dann ist er halt. Kann ich auch nichts machen. Gut, dann machen wir hier. Dann gibt der Käfer hier einen verpasst. Gibt er hier einen verpasst. Ja, und da komme ich jetzt überhaupt nicht. Da kann er echt mal. Doof. Seht ihr? Zack. Schon wieder hier ein weniger. Ein Glück haben wir hier jetzt erst Support. Ja gut, er fliegt natürlich weg. Dankeschön auch. Er will das hier angreifen. Das kann er mal schön, das kann er mal sofort haken. So. Er will mich hier angreifen, den können wir erstmal ignorieren. Deshalb stellen wir uns hier hin und hauen den erstmal ins Wasser. Brauchen wir nicht. Haben wir, glaube ich, gleich wieder ein Problem. Sehe ich jetzt schon. Mist, wir haben echt schon wieder ein Problem. Wo stand der da, ne? So, wir machen mal, passt auf, ich zeige euch das mal. Reset Turn. In der Zeit zurückgereist. So. Ihn muss ich nämlich wegkriegen. Dann gehe ich mit ihm nämlich hier hin und klatsche ihn hier runter. Mit ihm werde ich dahin gehen und durch die Wucht meines Angriffs, und mit ihm gehe ich hier unten rein und schieße ihn hier unten weg. So, und jetzt greift keiner die Gebäude an und jetzt kann ich den Zug beenden. Ja, und das soll es auch gewesen sein. Am Ende ziehen sich halt alle zurück. Die sind geflohen. Das habe ich leider gefailt, aber dafür habe ich hier Energie gekriegt. Und ein Pilot hat ein Update gekriegt. Ich verstehe das. So. Was jetzt passiert? Genau, Warning. Also hier, das Hauptquartier wird angegriffen und dann muss ich den Beetle-Leader zerstören und den Corporate Tower verteidigen. Das wird der sein. Und da steht auch schon irgendwie davor. Das ist der Endgegner hier, könnt ihr schon sehen. Der hat auch ein paar mehr Sachen. Der muss natürlich sofort weg, der fliegt aber auch. Tja, wie machen wir das am besten? Ich hoffe, das passt so. Hier kann ich da ein bisschen strafen. Dann machen wir das so. Okay. Das ist schon mal hier megamäßig kacke. So, ich boxe den jetzt erstmal weg. Der gibt mir noch Keks. Den probiere ich mal hin. Geht das? Ah, das geht. Super, super, super. Ich kann auf den Berg schießen. Und durch den Aufprall fährt er halt zurück hier. Und er schießt. Wohin schießt er? Weil er ist richtig stark. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Dann gehe ich mit ihm jetzt hier hin. Und
schieße die beiden zusammen. Das bedeutet, er verliert nochmal ein, knallt aber in den, deshalb verliert er zwei und ist tot. Okay, ja, gut. Gucken wir mal. Seht ihr? Also das ist hier, was der für Party macht, das ist auch ein bisschen übel. Jetzt müssen wir aufpassen. Naja, wie kann ich ihn denn davon abhalten, bitte? Ich guck mal. Dann muss er wieder zum Tragen kommen. Und mit der Artillerie werde ich ihn probieren . So, der zieht jetzt das Feld rüber. Wer schießt denn? Oh, und mit ihm gehe ich hier hin und werde mal ein bisschen hier draufhauen. Und der muss ja gleich auch irgendwie. Ne, wenn ich den jetzt zurückschieße, kann ich nicht bringen. Machen wir es so. Rutscht der jetzt bis da hinten rein? Kann es sein? Überlebt aber im Wasser. Okay. Ja, jetzt haben wir gerade echt ein Problem hier. Den einen kann ich nur die ganze Zeit hin und her schubsen, merke ich gerade. Jetzt steht er zumindest schon mal im Feuer. In seinem eigenen. Er greift mich an. Dann werde ich mit ihm den schon mal ins Wasser schießen. Und mit ihm werde ich ihn da reinboxen. Dann schießt er irgendwo hin. Keine Ahnung, ob er jetzt auch wenigstens zumindest mal einen Schaden kriegt, aber ja, Fire Damage hat er gekriegt. Und er schießt ihn. Was er jetzt macht. Er will unbedingt das Feld wieder kriegen hier. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Nochmal so, dann kriegt er nochmal hier ein. Jetzt muss ich gucken, der will auf mich schießen, ne? Kann sein. Ach Mist. Ich probiere mal, ob das klar geht. Ihn muss ich jetzt erstmal außer Gefecht setzen hier. Level up, okay. Ah, ich komm trotzdem nicht dahin. Schade, 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 schade. Oh, ich muss den Corporate Tower schützen und... Das schafft er nicht, das schafft er nicht, das schafft er nicht, das schafft er nicht. Wenn ich ihn hier hinhaue, dann kriegt er... Das Problem ist, wenn ich ihn in den Tower reindrücke, dann geht auch der Tower kaputt, ja? Das ist gerade das Problem, was ich habe und ich habe hier nichts... Ich muss mich jetzt wirklich ins Feuer stellen, ja, geht nicht anders, ne? Ja. Weiß, toll. Oh, jetzt wieder, ja. Verliere ich hier oben ein Power. Das, was macht der denn da? Ah, nein! Oh, kann sein, dass ich... Ja, gut. Mach's. Okay, jetzt werde ich zwei verlieren. Er rutscht hier wieder seine Bahn. So, Power lost und noch ein und noch ein. Ah, das war ärgerlich. Das war echt ärgerlich. Naja. Beetle Leader habe ich leider nicht zerstören können. Dafür wurde einer meiner Promotoren, Piloten. Ja. Und jetzt kann ich Spend Reputation, also die Reputation, die 4, die ich bekommen habe, die kann ich jetzt einsetzen. Oder ich kann auch Donate machen, also hier Leute tauschen gegen Sachen. Was haben wir denn hier gekriegt, Feines? Also der schießt und dann
aktiviert er Smoke, das sieht ganz cool aus. Hier kann ich einen Doppelschuss machen. Finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Ui, was ist das denn? Also hier kann ich eine Chain Reaction, also eine Kettenreaktion, wenn welche nebeneinander stehen. Weiß nicht, ob ich das brauche. All Max are immune to fire. Das finde ich schon mal gut. Das kaufe ich mir mal gerade ein. Den kann ich mir leider nicht mehr holen, sonst hätte ich mir noch einen Reactor Core holen können. Ich glaube nicht, dass ich das hier brauche. Okay, und das finde ich auch ganz nice, dass ich auf zwei Felder Schaden machen kann. Okay, dann kann ich nochmal einen Power Core einsetzen. Was habe ich hier? Den, genau. Du kriegst den, ne? Den kann ich hier reinziehen. Not powered. Oh, blöd. Da muss ich noch einen Reactor Core. Dass ich den aktivieren kann. So, jetzt ist er aktiviert. Jetzt habe ich aber keinen Reactor Core, Kern mehr. Also war es das. Wir verlassen die Insel. Gucken uns die Gesamtkarte an. Das Problem ist, vier habe ich nur noch. Und die müssen reichen für die nächsten Inseln, die ich habe. Ja, das gucken wir uns dann im nächsten Game, im nächsten Level an. Bis hierhin soweit, alles in Ordnung. Ansonsten wollte ich noch sagen, warum ich nicht mehr regelmäßig spiele. Da werde ich natürlich noch ein eigenes Video zu machen, will euch mal was zeigen, woran es liegt. Hab jetzt sehr viel Verantwortung gekriegt beruflich, habe mein eigenes Büro in Köln, wo ich sehr lange abends auch noch sitze und deshalb schaffe ich es nicht mehr regelmäßig zu streamen. Darauf müssen wir leider verzichten, also ich kann nicht sagen, jeden Montag streame ich und, das würde ich zeitlich überhaupt nicht mehr schaffen, aber wenn jetzt, wie in dem Fall, ein paar coole Spiele wieder rauskommen, das wird bei dem Spiel sein, wenn ihr Lust drauf habt, dass ich das auch zu Ende aufnehmen werde, wo ich mich sehr drauf freue, ist State of Decay 2, das will ich also auch spielen und aufnehmen. Ansonsten regelmäßig streamen nach regelmäßigen Zeiten, wo ich mich nachrichte, schaffe ich leider nicht. Ansonsten, wenn coole Spiele drauf rauskommen, werde ich ab und zu mal wieder ein Video machen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch und ich hoffe, ihr habt nach wie vor daran Spaß, auch wenn es nicht mehr 8 Videos die Woche sind. Aber Qualität vor Quantität, sage ich immer. Okay, bis dahin und bis zur nächsten Folge. Wenn ihr mögt, ihr könnt natürlich in den Kommentaren hinterlassen, ob euch das Spiel gefällt oder nicht oder ob ich auch mal was anderes machen sollte. Also, bis dahin. Ciao, ciao.